Wir wissen, dass die Priesterkaiser nicht unbedingt nett waren. Wir wissen auch, dass die Priester und Kaiser keine Blutopfer vollführten. Das kann tatsächlich Weil ihre nachträglich gekommen Methoden euch sein. sicherlich mit Recht etwas drastischer scheinen, wird sie noch lange nicht auf dieselbe Stufe wie irgendwelche Ketzer stellen. Es kann durchaus sein, dass dies tatsächlich einst ein Tempel war, Passt der gut entweiht wurde. auf! Der entweiht wurde. Was Alle ist miteinander? potenter für einen Dämon, als eine ehemalige heilige Stätte zu entweihen und zu verschandeln? Das stimmt allerdings. Und wir sagen jetzt ja nicht, dass die Priesterkaiser alle miteinander diesen Ansichten anhängen, aber es gibt in jeder Generation von Priestern diejenigen, die sich von ihrem Gott abwenden. Sie waren im Krieg mit einer der anderen 12 Kirchen. Es ist also kein Wunder, dass schlimme Dinge vollführt wurden, die nicht göttergefällig waren. Aber für unsere Feinde, für die Feinde der Götter, ist das doch ein gefundenes Fressen. Frage mich nur, ich begutachte mal die Sockel der Statuen. Steht da irgendwo Jahreszahl? Auf dem Sockel der Statue nicht, aber auf der Risszeichnung, die Iserun hatte. Sieht man hier. 329. Post-Bosbarani-Ruinam. Nee, das ist ein L. Ah, verflucht. Dann ist es 380. Das ist aber, das ist 300 Jahre früher, als die Statuen gebaut wurden. Allerdings. Naja, vielleicht hat dieser Kult länger überdauert als gedacht. Es. Nun, Unter wenn der wir davon Annahme, dass dies ausgehen, hier dass einmal die... ein Dreierschrein war, der auf dem Marktplatz stand, war es wohl nicht unüblich. Zumindest nicht ungewöhnlich wäre. Sicher, und irgendwann muss er überbaut geworden sein und vielleicht zu diesem Zeitpunkt entweiht worden. Richtig, die Statuen, die wir bis jetzt gefunden haben, sind zumindest älter, das weist darauf hin, aber. Wenn das hier eine Priesterkaiserkapelle gewesen ist, dann ist sie an die 56 Jahre alt. Das, was wir über die Märtyrer wissen, ist die Geschichte schon über 1000 Jahre her. Nun, das Und heißt so ja lange, wie nichts. sich dieser Kult versteckt gehalten hat, über 1000 Jahre, denke ich nicht, dass es ihnen ein schweres Gefallen ist, 300 Jahre später diesen Ort zu finden. Nun gut, er hat recht. Es ist wohl nicht unvorstellbar. Doch, wie kommt es, dass dieser Tempel überhaupt erst unter dem Grund liegt? Es ist nichts Ungewöhnliches, dass neue Städte auf den Trümmern der alten gebaut werden, also zum Beispiel nach Stadtbränden. Das Oder. klingt mir nach ein wenig Verschwendung, aber nun gut, ich glaube euch mal. Also gut, was tun wir jetzt in diesem Ort? Ich bin dafür, wir sollten hier tatsächlich alles dem Erdboden gleich machen. Ich Stimme stimme zu. zu. Doch ich denke, für den Altar brauchen wir mehr als nur einen Hammer. Ehrlich lässt sich irgendwo ein Meißel auftreiben. Ich dachte eher an etwas, wie wir in der Schlacht gesehen haben, etwas, das detoniert. Können Albrax fragen. Ah. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Ich vermute, ihm wird es Spaß machen, etwas zu zerstören. Wenn er die Zeit dazu hat, sicher. Andererseits, ich könnte auch mit meinem Hammer des Magus das hier sicher zerstören. Was wir tun sollten, ist diese Statuen vernichten, nach dem eventuellen Kettenglied suchen und die Bilder verbrennen. Gut, dann lasst uns das doch tun. Je eher, desto besser. Wir haben nur einen Hammer, wir sollten uns also abwechseln. Also gut, ich habe die Wände zerstört, ihr fangt an. Ihr habt die. Kneif mir dann irgendwann die Zähne zusammen und nehme einfach den Hammer und fange an. Derweil im Raya-Tempel, beziehungsweise davor im Rosengarten. Habe mir. Ja, ich stehe vor diesem Baum. Zeichne ein Hexagramm auf den Boden mit einem Stab. Innerhalb dieses Hexagramms einen Bannkreis. Hier, Akolud, wie war dein Name gleich nochmal? Ich bin Raya-lieb. Raya-lieb. Aber das ist nur mein Hilgard. Hilgard. Nun gut.
Schmück diesen Baum dort mit diesen Kränzen. Ich bin dabei. Sehr schön. Aber mir, der Baum ist sehr groß. Das ist dir aufgefallen, richtig? Ja, der Fußpunkt muss nur geschmückt werden, nicht der ganze Baum, Rafim. Ja, okay. Also dieses mit diesem... Vielleicht schwieriger als gedacht, ehrlich gesagt. Ich bin noch bei meinem ersten Kranz. Lass dir vielleicht von Hilgrad zeigen, wie es funktioniert. Oder noch besser. Ah, das geht schon. Vielleicht solltest du ein paar Früchte besorgen. Vielleicht ein paar Orangen oder Perenne-Äpfel. Frag einen, soll ich sowas denn herbekommen, Abelmir? Na, vom Tempel natürlich. Ich frag mal. Wie hieß die Dinger nochmal? Orangen und Perenne-Äpfel? Orangen oder Perenne-Äpfel. Orangen oder Perenne-Äpfel. Ich such mal Orangen oder Perenne-Äpfel. Oder Früchte. Frag nach Früchten. Ich frage nach Früchten. Reife Früchten. Reife Früchten. Ja, während der gute Abelmir weiter seine Hexagramme in den Rasen zeichnet und malt, kannst du dann dich erkundigen und dann ausgiebig in dem Park umhergehen, wo du dann auch einige Orangen- und Orangenbäume findest und dich dann damit bewaffnet wieder zurück zu ihm begeben kannst. Ah, sehr schön. Platziere sie dort bei dem Baum. Ja, genau dort. Wunderbar. Und nun achtet darauf, dass ich nicht gestört werde. Dieses Ritual ist sehr anstrengend und fordernd. Wie lange dauert das? Kann ich da massiert werden in der Zeit oder ist es jetzt wirklich wichtig? Nun, ich denke, es wird so zwischen einer halben und einer Stunde wohl dauern. Okay. Müssen wir dich irgendwie unterstützen? Sollen wir singen, tanzen oder sowas? Nein, das wisst ihr nicht tun. Es sei denn, ihr wollt, dass ich lache, aber nein, nicht nötig. Sorgt dafür, dass ich nicht gestört werde. Vor allem haltet mir diesen Elferpriester vom Hals. Ja. Also habt ihr zwischendrin keine Zeit für eine kleine, chorgefällige Prügelei? Okay, gut. Kümmere ich mich darum. Braucht ihr sonst noch irgendwas? Soll ich euch irgendwas holen? Möchtet ihr noch mal was trinken? Nein, danke. Ich denke, es muss reichen. Wenn dieses Ding kommt, das Elementardings. Ja. Ja. Müssen wir dann so auf den Boden knien oder ist das ganz normal? Oder? Ihr könnt ruhig stehen bleiben. Ah, okay. Tut allerdings nichts, bevor ich es nicht tue. Und sagt nichts, bevor er oder ich euch nicht anspreche. Krieg hin. Hilgert, danke für deine Hilfe. Wenn du bleiben möchtest, kannst du bleiben. Darf ich zugucken? Ja, aber störe nicht. Nein, okay. Ja, ich würde mich dann in dieses Hexagramm setzen und mit dem Ritual anfangen. Ja, dann rechne mal bitte vor. Also die Grundschwierigkeit beim Djinn ist plus 8. Ich habe die richtige Gewandung, sprich eine weiße Robe. Ich bin barfuß unterwegs. Also die Schuhe habe ich mir vorher ausgezogen. Das macht insgesamt minus 2, also bei plus 6 sind wir jetzt. Die vorhandene Menge... Es sind wahrscheinlich Heilpflanzen oder Rosen zumindest, also edle Gewächse. Es gibt einen Efeu zu machen, minus 1. Eine ausreichende Menge, sprich ein halber Stein würde für minus 1 ausreichen. Und wenn ich die zehnfache Menge wäre, so zusätzlich nochmal minus 2. Ich denke, es ist vorhanden, diese Menge. Heißt, ich wäre jetzt bei 6, 5 plus 4. Ich lasse mir Zeit, also statt den 30 Minuten brauche ich eine Stunde für dieses Ritual. Gib mir nochmal minus 4, dann bin ich bei minus 3, minus 5, minus 9, bei minus 1 Erleichterung auf den Kantus des Djinnenruf. Mhm. Nachdem ich eine Stunde verbracht habe, rufe ich laut aus: Djinnenruf und elementare Macht. Zauberei durch ewige Kraft. Djinn des Humus, erscheine mir. Diener des Lebens, ich rufe dich. Und dann würde ich den Zauber wirken. Moment. Ich hätte 5 Sternchen übrig.
Der Zauber ist gelungen. Mhm. Ja, es dauert. Du hast schon gehört, dass Iserun ein Djinn war es nicht, aber ein Elementar des Humus gerufen hat und dass es dabei auch lange Zeit gedauert hat. Du wartest. Irgendwann wirst du feststellen, dass du im Boden etwas einsinkst und sich das Hexagramm etwas nach unten abgesenkt hat. Du siehst, wie der Boden etwas ansteigt und am Rande des Hexagramms siehst du Hilgard mit großen Augen, wie er dich anguckt, hat seine Hände abgestützt und guckt dich dann über die Hände dann drüber an. Ist da total fasziniert von dir und dann merkst du, wie plötzlich einige Rosenranken an deinen Beinen hochwuchern und festgreifen, Wurzeln, einige Dornen, die dich stechen. Schadenspunkt. Und dann kannst du sehen, wie einige Maden daran hochklettern. Du siehst, wie Schlamm oder Erde nach oben bröckelt. Es duftet nach frischer Erde. Und dann entsteht vor dir ein fremdartiges Wesen. Es erscheint zunächst humanoid, wie eine Kopie von dir sitzt es dir gegenüber. Ebenso wie du mit verschränkten Beinen in dem Kreis sitzt, formt es sich jetzt direkt zu einem Spiegel um dich herum oder vor dich. Duftende Erde, du siehst, wie eine Krone ausgebildet wird. Gewänder aus Blüten und Rosenblättern und Blumen. Du kannst erkennen, wie Finger lange und geschlossene Knospen ausbilden. Du siehst die Augen, zunächst hölzerne Knollen, dann siehst du, wie wimmelnde Würmer sich daraus hervorschieben. Es sieht fremdartig aus, als ob es nicht in diese Welt passt. Zugleich freundlich und ebenso sehr lebensfeindlich. Und dann kannst du eine Stimme in deinem Kopf hören, vieltönig, wie die Elfen, allerdings noch mit vielen, vielen mehr Ebenen. Nicht nur zwei, sondern drei, vier, fünf Stimmen, die sich in deinem Kopf anhören. Du hörst sie eben auch um die Ohren. Die Schöpfung in all ihren Varianten, als ob sie dann zu dir spreche, als ob es ein Geschöpf von Zar ist, was es nicht ist. Eine Bewunderung, ein exzellenter Einfall der Natur. Du konzentrierst dich auf die Stimmen, du hörst es leise säuseln. Wie gesagt, es ist eine ferne Stimme, die in deinem Kopf klingt. Die du verstehen kannst. Es sind tatsächlich viele verschiedene Sprachen, die es sie spricht. Wenn die Erde atmet, eben wenn sie ihren Atem verhält, sterben wir. Ich bin Mi'ai Radu, Ritterin der Waldwildnis. Was verlangst du? Er wird ja Genes Humus. Ein demütiger Diener des Lebens erbittet eure Gunst. Ein Lakai des Unhudes bedrohte diese Stadt und ihre Einwohner. Konnte ihn erschlagen. Doch nun vergiftet sein verrottener Körper Mensch, Tier und Pflanze. Ich bitte euch, nehmt diesen toten Leib und erfüllt ihn das Element, aus dem er einst erschaffen wurde. Fleisch zur Erde und Knochen zum Staub. Ich bin das Kind von Blut und Tod, das Kind von Leben und Wachstum. Wo liegt ihr Diener des Untods? Wenn ihr bereit seid, werde ich euch zu ihm führen. Mi'ai Radu, gehorch. Würfel mal bitte die Überzeugenprobe. Ja, der Kontrollwert bei mir ist 14. Ja, wie setzt er sich zusammen? Mut, Intuition, zweimal Charisma und beim ZFW. Durch 5. Durch 5, genau. Ja. Genau, damit du da die Durchschnittswerte bildest. Genau, wieder 14. Die Kontrollschwierigkeit wäre plus 4 für einen Djinn, wäre ich jetzt bei 10. Ich habe ihm Geschenke gebracht, Rosen, je nachdem, minus 1 bis minus 2, keine Ahnung. Musst du mir jetzt sagen? Ja, das sind Rosen aus dem Raya-Tempel. Das ist schon minus 2, das ist okay. Dann wählen wir jetzt bei 12.
Die Blütengrenze an dem Baum gehen ebenfalls mal minus 1, wenn ich bei 10, 12, 13 die reifen Früchte ebenfalls mal 1, bin ich bei 14, den alten Baum geschmückt, bin ich bei 15. Jetzt kommt es auf die Gesinnung des Befehls an. Er ist meiner Meinung nach uneigennützig ausgesprochen. Sehe ich auch so, ja. Bin ich bei 16. Auch wenn du damit dein Leben rettest. Bin ich bei 16. Ich könnte die 5 ZFP, die ich erwürfelt habe, einsetzen. Jeweils 3 ZFP geben minus 1. Ich weiß nicht, ob es aufgerundet wird. Es sind volle 3. Also dann ebenfalls auf minus 1. Ich bei... Hat jemand mich gezielt gerade? Ich habe gerade... 17, glaube ich. 17. Ich würde zusätzlich 6 ASP nochmal ausgeben. Geben mir ebenfalls nochmal minus 1. Also 20% Kostenerhöhung des Dienstes. Wäre ich bei 18, richtig? Jetzt würfelt er die 20. Ja, genau, das kann nicht passieren, aber... Das wäre so typischer Abel mir. Aber eine Punktlandung. Eine Punktlandung, ja. Wenn wir richtig gerechnet haben. Ja, genau. Ja, die Ritterin, wenn du dich erhebst als Spiegelbild, erhebt sie sich ebenso, mit ihrer knarzigen, knorrigen Stimme. Was ganz anderes als das, was der Hirsch damals war, das elementare Wesen. Jetzt hast du tatsächlich einen Djinn gerufen, dein erster. Bitte folgt mir. Und ich würde ihn dann zur alten Kaserne, zu diesem Drachen bringen. Mhm. Zu dem Perldrachen. Ja, wenn du dann die Kaserne der Ratten betrittst, kannst du auch sehen, wie sie sich als Spiegelbild, eben noch Schritt in Schritt mit dir, getan, löst sie sich dann und fängt an, auf Daimoroch zuzulaufen, zuzurennen. Reckt dann ihren Stab in die Luft. Du kannst sehen, wie sie, ja, es sieht aus wie ein Spiegelbild deines Stabes. Reckt sie in die Luft und du kannst dann sehen, wie aus dem Boden, aus verschiedensten, ja, sandig, kiesig, du siehst, wie hier einige Würmer hervorkriechen, Maden, die dann jetzt pulsieren und anfangen, jetzt Daimoroch zu zersetzen. Eben noch verfaulte er, jetzt wird er verdaut. Also, dass das eben jetzt eingegliedert wird in die Natur. Du siehst, wie sie jetzt ihren Stab herumschwenkt und einige fremde Liturgien spricht, Liturgien aus einer anderen Sphäre, die dir nicht geläufig sind, und sie dann selbst in den Körper hineinfährt und jetzt versucht, mit ihrer Essenz das Ganze auch zu fressen. Du kannst dann erkennen, wie einige Vögel nach und nach herbeifliegen. Du hast schon lange keine Vögel mehr gesehen. Nachdem die Schlacht in den Wolken getobt hat, auch vorher schon, lange vorher schon, waren sämtliche Vögel höchstwahrscheinlich durch Gotongis, durch tote oder unsichtbare Botendämonen dann gestorben. Und jetzt fliegen sie herbei von allen Seiten, setzen sich dann hernieder und picken dann nach und nach diese Würmer weg, die dann den Drachen gefressen haben, groß. Und ja, wenn dann 2, 3 Vögel verschiedene Maden dann gefressen haben, fliegen sie wieder davon. Du siehst, wie weitere Würmer aus der Erde hervorstieben. Von überall, aus der gesamten Kaserne, kommen sie dann herbei, gekrabbelt, gekrochen. Das Schauspiel dauert ziemlich lange, aber es wird seinen Nutzen erfüllen. Du kannst aber auch sehen, wie Elidan Brunnenmann dann in dem Tor steht mit verschränkten Händen und dir grimmig dabei zusieht. Also er ist definitiv mit einer Zornesader gezeichnet. Ist da wohl sehr, sehr unglücklich, dass das so lange gedauert hat. Immerhin hat er gesagt, nach einer Stunde soll das getan sein, aber er wird das Ganze nicht unterbrechen. Guckt er dann so ein bisschen fasziniert, so ein bisschen wütend und so ein bisschen freudig zu. Die ganzen Emotionen, die dann in einem Affair, die hochkochen. Und ja, du kannst dann eben ungefähr eine weitere Stunde dabei zusehen, wie jetzt Daimoroch verzehrt wird. Die Kontrolle aus Element kostet mich 11 ASP pro Spielrunde. Also wenn er da wieder 3 Spielrunden brauchen würde. Du musst das, glaube ich, dann auch nicht weiter an... Also du kannst das dann an sie dirigieren. Sie macht das, genau, dann mit ihren eigenen ASP. Sie hat ja eigene dann zur Verfügung. Genau. Das ist dann einfach so ein Schauspiel aus Natur, so ein Zwischenspiel. Kann dann da Würmer, Maden dirigieren. Also das ist dann alles nicht mehr deine. Du musst einfach die erste Spielrunde einmal bezahlen und danach reicht's. Der Rest ist dann Schauspiel der Natur. Du siehst dann auch, wie nach und nach sich einige Blumen da erheben, wo ehemals der Leichnam lag, wenn da die Säure weggefressen ist. Du siehst wohl auch, wie einige Ranken nach oben wuchern. Ob
das jetzt Dornrosen sind oder so, aber an der Stelle, wo jetzt Dalmroch liegt, wird jetzt der Boden aufgeräumt. Nachdem das Schauspiel vorbei ist, verbeuge ich mich tief vor diesem Wesen, was wahrscheinlich immer noch... Nee, sie ist weg. Also du wirst sehen, wie sie dann nach und nach anfängt, das zu fressen und wird sich dann nach und nach auflösen. Irgendwann ist sie einfach weg und du hast nicht mal bemerkt, dass sie weg ist. Sie hat sich in ihre natürlichen Bestandteile aufgelöst, zerfallen, zerfasert, wie es eben die Natur von Leben, von Tod und Vernichtung ist. Ich würde mich trotzdem tiefer beugen vor der neu entstandenen Blumenwiese und mich dann in Richtung Iferdi begeben. Derweil, ja, in einem Tempel, der so gar nichts mit natürlichem Ablauf zu tun hat. Ihr könnt dann mit dem Hammer des Magus und auch dem schweren Vorschlaghammer von Chiaras, beziehungsweise der dann von der Familie Karinor entliehen wurde, könnt ihr dann die verschiedenen Statuen zertrümmert haben, könnt nochmal die Wände weiter eingeschlagen haben, sodass da auch bedrohlich dann irgendwann anfängt, der Boden über euch zu quietschen und zu knatschen. Wir haben wirklich nicht Holz da, Holz der Taverne, sondern Steinboden, aber auch der fängt an langsam zu bröckeln. Und ihr seid euch sicher, vor allem Chiaras ist sich sicher, weil er Maurer ist, dass wenn ihr weitere Sachen jetzt einschlagt, dass dann die gesamte Taverne herunterkommt. Oh, viel zu viel Staub. Wieso sind die Fenster alle zu? Es gibt keine Fenster, Karino. Es gab mal welche. Aber ich glaube, wir sollten aufhören. Schaut mal die Decke an, die hält nicht mehr lange. Oh, Ingrim hilft, ja. Jetzt, wo ihr sagt. Vielleicht sollten wir doch den Hochkönig holen. Der kennt sich doch mit, wie heißt das, Statik aus. Ich denke, wir holen ihn herbei und dann kann er von oben sicherlich die ganze Decke kollabieren lassen. Und wir begraben den Tempel einfach herunter. Ich glaube nicht, dass das dem Wirt so gefallen würde. Mir ist egal, was dem Wirt gefällt. Ja, mir ist es auch, aber ich will keinen Ärger mit dieser alten Gilde haben. Aus der Kanalisation könnt ihr dann auch durch das Treppenhaus so ein bisschen gedämpft. Natürlich könnt ihr es immer noch plätschern hören, einfach durch das eklige Wasser. Aber ihr könnt auch hören, dass die jetzt da irgendwie unten Sachen einräumen. Also die verschiedenen Türen hattet ihr ja gesehen und da ist irgendwie Betriebsamkeit. Ihre eigene Stadt, wenn sie über ein Unheiligtum ihren Schmugglerring errichten. Noch könnten wir sie alle einsacken und mitnehmen. Wir haben gesagt, wir schulden ihnen einen Gefallen. Nicht, dass wir sie nicht einsacken würden. Den Gefallen haben wir doch schon bezahlt, wir haben weggeschaut. Ja, das zählt doch als hexgefälliger Gefallen. Ich mag, wie ihr denkt. Es ist nicht unsere Schuld, wenn sie unvorsichtig sind. Gut, und ja, aber man muss ja keine Menschenleben in Gefahr bringen, indem wir einfach so das einstürzen lassen. Nein, wir können Ibrax und ihnen dann sagen, dass es gefährlich werden könnte. Ja, vielleicht fällt ihm ja irgendwie ein, wie er das Ganze stützen könnte und wie wir alles hier kaputt hauen können. Ja, was ist denn überhaupt noch über? Auf jeden Fall der Altar. Ja, na gut, der ist ja nicht mit der Decke verbunden. Wollt ihr es drauf ankommen lassen? Ich denke, diese gesamten misshandelten Glaubenszeichen kann man alle Ingrim gefällig einschmelzen. Das wäre schön. Und danach vielleicht richtige heilige Symbole daraus schmieden. Oh, Verfluchte, wir müssen zu einer Goldschmiede. Da ist doch nichts mehr, Rafim hat doch alles mitgenommen. Und ihr seid euch sicher, dass Rafim an alles gedacht hat? Ihr habt recht. Wir schauen noch einmal nach. Gut, dann lass mal hier hoch. Also, Statue zertrümmert, Wände zertrümmert, den Altar habt ihr erstmal so gelassen, oder? Ich denke, ja. Ja, mit einem Vorschlaghammer kann man da an einem festen Steinblock, denke ich, nicht so viel ausrichten. Okay, gut. Ja, wenn ihr die Treppe nach oben kommt, könnt ihr sehen, wie da wohl... Oh Gott, ist ganz schön voll. Nach und nach könnt ihr 10 verschiedene Leute sehen, die jetzt hier in die 3 Türen gehen, rein und raus. Teppiche, irgendwelche seidenen Vorhänge, die sie da runtergeschnitten haben. Eine hölzerne, ja, was ist das, eine Uhr? Die muss unglaublich teuer sein. Also so Uhrentechnik, beziehungsweise so Chronometer.
Ui, das ist zwergische Technologie, die sie jetzt so rein und raus tragen. Also von oben nach unten in die Holztüren. Und wenn sie dann an euch vorbeigehen, wenn man mal eine Hand frei hat, tippen sie sich nur an die Stirn. Moin! Götter zum Gruß! Breyer zum Gruß! Vex zum Gruß! Ja, machen sie dann für euch Platz, dass ihr dann nach oben gehen könnt. Also die scheint das gerade nicht zu stören. Die sind wohl informiert worden. Wir kommen später nochmal wieder. Ich möchte dem Wirt noch sagen, dass er bloß keinen in diesen freigelegten Raum reinlassen soll. Es kommt später noch ein Handwerker vorbei. Ja, was auch immer. Hatte ich nicht vor. Gut, dann sind wir uns ja einig. Wie gesagt, wir haben dort unten nichts gesehen. Ich weiß nicht, was ihr meint. Ich auch nicht. Gut. Ich knirsch noch mit den Zähnen. Ja, sobald wir dann die Taverne verlassen haben. Ich glaube, wir sollten sie nicht warnen. Dass es einstürzen könnte? Nun, wir haben einmal das Auge zugedrückt, aber wenn sie es so offensichtlich tun. Ja, bei so einer alten Stadt kann man dann auch schon mal damit rechnen, dass da Sachen kaputt gehen. Mal sehen, was Rito von einem Ausflug in die Kanalisation hält. Nein, das wird ja gegen unseren... Da will nicht, dass wir zu ihm sagen, geh in den Keller und sieh dich darum. Ich sage nur, wenn er zufällig 500 Meter weiter in der Kanalisation steht, ein paar Plünderer vorbeikommen. Darum können wir uns kümmern, wenn wir mit den wichtigeren Dingen fertig sind, denn wir haben gerade... Aber ich weiß nicht, ob wir wirklich unsere Männer in die Kanalisation bringen wollen, wenn... Naja, Ratten und so, ne? Auch wahr. Wir werden die seine Residenz erörtern, aber jetzt erst einmal... Vielleicht schalten sie sich ja gegenseitig aus und die ganzen Diebe werden aufgefressen. Wir sollten sehen, dass wir dort eintreffen, bevor die... Herrschaften... der Sache annehmen. Sagte Raffin, ging's lang hier oben, oder? Ja, ich denke hier entlang. Ja, wenn ihr euch diese Gasse entlang. Wenn ihr euch ein bisschen umschaut und verschiedene Leute fragt, das wird nicht so knifflig werden, dann den richtigen Goldschmied zu entdecken und könnt dann in der ehemaligen Werkstatt von Gemmenschneider auftauchen. Da könnt ihr immer noch sehen, wie unberührt die Gaben aus dem Praios-Tempel stehen. Sind hier sorgsam aufgebahrt, hat noch niemand sich daran vergangen. Und du siehst, wie... Also es wurde dir gesagt, das sind alles Statuen aus dem Tempel, Praios-Tempel der Gerechtigkeit. Das war der am Pudiner Tor. Da haben sie wohl rausgeräubert. Und zu deinem Erschrecken wirst du feststellen, dass ja vor allem die großen Statuen aus Gold zweigesichtig sind.